einschlägt. Kinder dürften nicht Spielball der Politik sein. Selbst einige Minister hatten das Gesetz überraschend deutlich kritisiert. In Kraft tritt es, sobald Präsident Putin unterschreibt. Die Zustimmung war eine Formsache, denn durch unabhängige Entscheidungen hat sich der Föderationsrat bislang nicht hervorgetan. Dennoch, das Adoptionsverbot ist in der russischen Gesellschaft höchst umstritten, selbst unter Putins Anhängern. Unterschreibt er dennoch, riskiert er Unverständnis sogar im eigenen Lager und weiteren Popularitätsverlust. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Dreftmann, hat der Bundesregierung Fehler in der Finanzpolitik vorgeworfen. Es sei falsch, kurz vor der Bundestagswahl, so Dreftmann wörtlich, den Geldhahn aufzudrehen. Er kritisierte unter anderem das geplante Betreuungsgeld und die Rentenpläne der Union. Nicht alles, was im Grundsatz nachvollziehbar sei, sei auch finanzierbar. Auf die Bundesbürger kommen im nächsten Jahr zahlreiche Änderungen im Steuerrecht zu. Unter anderem